Herzlich willkommen zur voraussichtlich letzten und zehnten Ausgabe der Online One World Session 2020. Ja, jetzt geht's in die Sommerpause und wie es danach weitergeht, weiß niemand. Das erhoffte Open Air vor der Lagerhalle kann nicht stattfinden aus Platzgründen. Die Bühne wäre zu klein, zu wenig Zuschauer. Das ist leider nicht drin. Ein Dank nochmal an Klaas, die Leute von der Lagerhalle, die Menschen von der Kunst- und Musikschule, allen voran die Leiterin, Sigi Neugebauer, die ja diese Initiative immer ja, massiv fördert. Und natürlich nochmal ein Dank an die Sponsoren, die wir ja zu Beginn der Sendung jetzt auch gezeigt haben. Und ohne die würde das alles nicht gehen. Einen großen Dank auch an Lara vom Exilverein, die Beauftragte für Ehrenamt, die die Verbindung zum Internet schafft und den Kanal von Exil da freischaltet und die Sendungsbestandteile dort hinlädt. Und das ist auch doch mit mehr Aufwand verbunden, als man sich das so denkt. Und es hat ja bisher fast immer geklappt, dass alle Stücke und alle Ansagen so richtig am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort gesendet worden sind. Daniela Boltres, genau, auch ihr möchte ich meinen Dank sagen. Sie hat ja auch einige Beiträge gemacht und sie ist ja auch sehr aktiv bei Exil gewesen. Sie ist jetzt gerade nach Berlin umgezogen. Sie hat ja auch diese tollen Projekte mit Wer versteht das schon und diese Lyrikprojekte mit Flüchtlingen, die wir auch letztes Mal bei der beim Amantla Concert Against Racism vorgestellt hatten. Das war ja auch sehr bewegend, die Geschichten der Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache und dann übersetzt zu hören. Ja, sie wird also in Berlin sicher auch wieder etwas in Richtung Kultur, interkulturelle Arbeit machen. Ein Gruß nach Berlin. Klaas Henning Dörges natürlich auch. Ohne ihn gäbe es die One World Session nicht. Und jetzt auch die Globality Band von Revoluzzer Jam nicht, oder sagen wir mal, würde dieses Jahr nicht so betreut werden können. Er ist dort jetzt wieder dabei, wie schon vor ein paar Jahren. Gut, unsere letzte Sendung und gleichzeitig ein Hinweis auf das, was kommen soll. Katharina Oplan vom Friedenskulturbüro sprach mich an. Wir sind da doch immer wieder mal gut verbunden. Und jetzt wird tatsächlich dieses Amantla Concert Against Racism, das wir im März nicht durchführen konnten, Corona-mäßig. Das wird jetzt im Schloss Innenhof am 6. September stattfinden, mit großer Bühne, großem Innenraum, 450 Plätze, Sitzplätze wird es dort geben. Und da werden wir einiges machen können. Safkan ist auf jeden Fall dabei, die türkisch-deutsche Band, politisch ambitioniert, toller Rock. Und unsere fantastische Sängerin Joy, Vendo Joy Shambula mit ihrer Band R&B, featuring Ubuntu. Ihr kennt sie von der One World Session, von ihren eigenen Konzerten auf der Maiwoche und in der Lagerhalle und. Eine Frau, die eine unheimliche Power hat und eine tolle Atmosphäre verbreitet und Bantu an ihrer Seite, der zweite Sänger mit seiner Energie, ist auch fantastisch. Wir haben ja auch in dieser Sendung einige Stücke gezeigt, auch eins, wo Bantu alleine singt, Ain't No Sunshine Anymore. Es ist herzzerreißend. Die werden also auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht noch Mitglieder von Sissi Natella, das ist noch nicht ganz klar, scheinbar. Aber es wird wohl drei Bands geben, die dort spielen. Und wir werden es nur musikmäßig machen, diesmal keine großen Vorträge oder literarische Beiträge, sondern ein reines Musikprogramm am 6. September im Schloss Innenhof. Ja, als erstes kommt ein Stück Let's Go von Petra Acker. Von ihr hatten wir schon mal etwas hier. Eine Frau, die aus Bukarest kommt, Rumänien, aber eben auch auf der ganzen Erde unterwegs ist. Und sie macht dieses Stück mit Joel Holmes aus Virginia beispielsweise. Ne? Da ist eben auch unheimlich viel Feeling da und offenes Herz für die Welt. Sie hat da auch so eine schöne Textzeile, die muss ich gerade ablesen. Telling stories about the world,
people full of colors. Let's go to Africa and other countries. Also auch eine Frau, die keine Scheu hatte, sondern Interesse an anderen Kulturen, an anderen Menschen, an anderen Farben menschlicher Existenz. Also es geht los. Let's go mit Petra Acker and the band.